Ich hoffe, ich bin niemandem zuvor gekommen. Ihr dürft gerne noch euren Beitrag weitergeben. Aber das Lied hat gerade so perfekt, dachte ich, ich gehe schon mal einfach nach vorne. Okay, also keiner hat noch was mitgebracht. Oder ihr nehmt das einfach für den nächsten Sonntag. Bitte verzeiht mir. Ich dachte heute mit euch zusammen, einmal ein wenig tiefer über die Leiden Jesu nachzudenken. Ich habe meine Predigt überschrieben mit Du hättest es verdient, er nicht. Ich denke, dieser Titel sagt schon viel aus und gibt viel damit klar. Wir gehen einmal durch den Text, gleich in Lukas 23, können wir gerne alle aufschlagen. Es ist ein längerer Text, ich möchte ihn mit euch komplett lesen, damit wir einen tieferen Einblick nochmal in diese ganze Situation, also diese ganze Geschichte, die da geschehen ist. Und dann hören wir uns an einmal, was denn die Leiden Jesu waren. Dann schauen wir, wer wir sind. Und dann hören wir noch einmal zusammengefasst das Evangelium. Lesen wir den Text erstmal. Lukas 23, es wird auch an die Wand geblendet, aber wenn ihr euer Schwert rausholt, hier drinnen, lest es auch sehr, sehr gut. Lukas 23, ab Vers 1. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn, also Jesus, vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus sprach zu dem hohen Priester und zum Volk, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch unstürmischer und sprachen, er wiegelt das Volk auf, damit er es lehrt, hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesem Tag nach in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hatte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte noch von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn viel, er aber antwortete ihn nichts. Die Hohenpriester aber und die Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurde Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was dem Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander, hinweg mit diesen, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber, kreuziget ihn! Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat denn dieser Böses getan? Ich habe an ihm nichts gefunden, was dem Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihn mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde. Und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war
um welcher wir baten, aber Jesus übergab er ihren Willen. Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der von Feld kam, und legte das Kreuz auf ihn, dass er's Jesus nachtrüge. Es folgte ihnen aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Denn dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird an Dürren werden? Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihnen hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat andere geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihn Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihn auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn, sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selber und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor dem Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Ich denke, diese Stelle ist wirklich schon aussagekräftig genug. Also mehr braucht man fast schon gar nicht mehr sagen. Und ich denke, wir werden auch definitiv diesen ganzen Text niemals betrachten können. Aber ich wollte euch einmal ein bisschen vorzeigen oder einen Einblick hineingeben in diese Situation, die Jesus hier vollbracht hat, in die er eingegangen ist. Kreuzigung ist eigentlich eine Waffe der Römer, die sie übernommen haben aus den anderen Völkern, aber sie wird nur in besonderen Fällen ausgeübt. Also es ist nicht so, dass Kreuzigung, ach, wir kreuzigen heute mal aus Langeweile oder sowas. Nein, Kreuzigung war für die Römer eigentlich die krasseste Waffe, um wirklich zu zeigen, welche Macht wir ausüben, damit derjenige oder damit das Volk nicht
gegen das geht. Also anders gesagt, im Römischen Reich kreuzigte man vorzugsweise Sklaven. Also meistens war es immer unter den Sklaven. Und diese Sklaven, das waren meistens Sklaven, die auf der Flucht waren oder die geflohen sind, die weggelaufen sind oder die irgendein anderes extremes Vergehen getan haben. Und darunter gehört halt wirklich, dass sie rebellisch gegenüber ihren Herren waren. Auch die Aufstände in den Gebieten gemacht haben, also die irgendwo einen Aufstand aufgewiegelt haben, damit Leute dagegen gehen. Kennt ihr vielleicht Spartakus, die Geschichte von Spartakus? Sagt euch was? Es war noch vor Christus, wo einer dieser Sklaven eine ganze Horde zusammengesammelt hat und alle sind dann gegen ihre Herren gegangen. Das waren zig von Menschen, denn sie haben diese, als sie die wirklich endgültig alle gefangen haben, haben sie, das war 71 vor Christus, haben sie eine 200 Kilometer lange Kreuzesstraße hingestellt, wo sie alle diese hingerichtet haben. Wie grausam die Römer mit dieser Waffe umgegangen sind. Die Kreuzigung war demnach eine politische Strafe zur Sicherung und Auferhaltung des Pax Romana, also des Friedens in dem Reich, dass sie es wirklich wie, also nach einer Diktatur, also wirklich herrschen. Da soll gar nichts, es soll nicht sowas passieren, dass man wegläuft oder dass man sich irgendwie nicht dem untersetzt, was die gesagt haben. Die Kreuzigung wurde an Jesus vollbracht. Jesus wurde ans Kreuz gehängt. Er wurde auch nicht nur ans Kreuz gehängt, sondern er wurde auch verachtet, verspottet, angespuckt und gepeitscht. Und zwar bis, ja, unters Blut, bis weit unters Blut. Und da wir jetzt das römische Recht oder das römische Gesetz jetzt kennen, warum oder wer geschlagen wurde, wissen wir, dass Jesus passte da überhaupt nicht rein. Also an Jesus war nichts. Wir haben den Text gelesen. Wie oft hat Pilatus gesagt, bitte, lasst ihn frei. Ich peitsche ihn auch aus, damit ihr es seht. Und dann hat er irgendwas erlangt und fertig. Auspeitschen ist okay, aber ich will ihn nicht kreuzigen. Das geht nicht. Er hat es nicht verdient. Nach dem römischen Gesetz war es nicht richtig. Das wusste Pilatus. Er wusste es. Und deswegen war da diese Menge, die wir gleich in den ersten 5 Versen lesen, wo die Menge dann sagt, er hat aber aufgewiegelt, er hat irgendwas Falsches gesagt und er versucht hier die Menschen, ja, in eine andere Richtung zu bringen, als die, was ihr eigenes Herz oder ihre eigene Begierde forscht. Jesus wurde ausgepeitscht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das gehört oder gesehen habt, aber diese Peitsche wurde hergestellt mit Lederriemen und an den Enden waren immer irgendwelche spitze Gegenstände. Seien es jetzt spitze Gegenstände metallisch oder Knochen oder irgendwas. Aber sie haben etwas an den Enden dran gemacht. Und mit dieser Peitsche, den jemanden zu schlagen, da braucht nur ein Schlag und das Fleisch ist völlig und ganz offen. Aber Jesus wurde nicht nur einmal gepeitscht, er wurde ausgepeitscht. Wir lesen in Psalm 129, Vers 3, da sagt er von sich, auf meinem Rücken haben Pflüger gepflügt und ihre Furchen langgezogen. Ich denke, für die ältere Gesellschaft, ihr versteht das. Wir haben es selber auch bei uns im Garten schon ein bisschen, aber ihr kennt es, wenn ein Garten aufgepflügt wird. Oder wenn ein Feld, nicht nur ein Garten, er sagt ja die Pflüger, nicht
die für sich da paar Gurken machen, sondern die, die ein ganzes Feld aufpflügen. Furchen wurden gezogen, damit der Same da reingesät. Aber hier wurden nicht Furchen gezogen, damit man einen Samen in den Rücken von Jesus zieht, sondern einfach nur aus Freude, aus Hass. Jesaja 52, Abvers 13 sagt: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Entstellt, kennt ihr das? Wenn jemand einen anderen entstellt, gibt es auch heute noch, wenn man zum Beispiel jemanden die ganze Zeit verprügelt, so lange, bis man sein Gesicht nicht mal mehr erkennen kann, bis man in seinem Gesicht nicht mal mehr sehen kann, wer es ist. Eigentlich sagt man immer, wenn ich die Augen nur sehe, weiß ich, wer es ist. Aber hier wird gesagt, entstellt. Also es ist nicht mehr zu erkennen, wer er war. Sie wussten, wen sie da schlagen, aber sie haben ihn nicht mehr erkannt. So sehr war die Grausamkeit, der Hass der Realität gegenüber. Jesaja 50, Vers 6 sagt, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Das lässt er mit sich machen. Jesaja 53 kennen wir sehr gut. Es wird immer wieder vorgelesen. Das ist auch das eine Kapitel, was bei den Juden verboten ist, denn dann sehen sie wirklich, wie groß ihr Hass war. Und dann verstehen sie, was sie wirklich getan haben. Aber sie wollen es nicht. Denn sie fanden sich im Recht. Sie fanden sich schön, so das zu tun, was sie da getan haben. Jedoch unsere Leiden, Abvers 4, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Streben ist uns heil geworden. Er hat es nicht verdient. Aber das war nicht nur er, dass er das gemerkt hat. Denn wir lesen ganz deutlich, dass allein nur Pilatus es mehrfach erkannt hat. Wir sind ja im Lukas Kapitel 23, Vers 4. Da sagt Pilatus aber sprach zu den Hohepriester und zu dem Volk, ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Einmal. Vers 14 sagt er und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und ich habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden. Vers 22. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihnen gefunden. Vers 15 sagt er es wieder noch einmal, denn er sagt es in dem Zuge, Herodes auch nicht, denn er hat ihn auch zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan. Herodes
und nochmal Pilatus. Jetzt haben wir schon dreimal Pilatus, Herodes und wieder einmal Pilatus, fünfmal. Vers 41. Wir sind es zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Sechsmal. Sechsmal schon, dass er hat nichts Unrechtes getan. Dann 47. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Was ist fromm? Fromm ist heilig, tadellos. Da ist nichts an ihm gewesen. Siebenmal. Wisst ihr, was die Zahl sieben bedeutet? Vollkommen. Er war vollkommen rein. Vollkommen. In ihm war nichts, was ein Vergehen oder irgendwie bestraft werden sollte oder könnte. Nichts. Gar nichts. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Vers 18, in 23, Kapitel 23, da lesen wir, da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem, gib uns Barabbas. Er ist einer, der es verdient hätte. Warum? Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Das römische Gesetz sagt, Aufruhr, Mord gehört auch dazu. Die gehören ans Kreuz. Er hat es verdient. Vers 41 haben wir gerade schon gelesen, da sagt der Schächer es selber. Er sagt es, wir sind es mit Recht. Denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Er hat es am Kreuz selbst erkannt, er hängt da, weint nicht über seine Situation, sondern er weiß, er ist mit Recht da oben. Die Strafe, die hat er verdient. Er meckert gar nicht dagegen. Und nun schauen wir einmal mit diesem Blick ein bisschen weiter. Was ist denn Heiligkeit? Was ist Gerechtigkeit? Wir wissen, dass wenn wir Gottes Gerechtigkeit nehmen, nicht die, die wir für uns in unserem Herzen so oder wie wir es halt versuchen immer zu erklären, nein, die Gerechtigkeit, die Gott nimmt, ist heilig zu sein oder er ist ja heilig, dass nicht ein einziges Verfehlen bei ihm Platz haben kann. Er muss jedes Verfehlen, muss er bestrafen. Er hat keine Wahl. Er muss ein Verfehlen bestrafen. Was ist denn ein Verfehlen? Jetzt gerade in der WM sehen wir es ja sehr oft. Ne? Wie oft verfehlen sie denn das Tor? Haben sie das Spiel dann gewonnen? Deutschland gegen Japan. Wie oft haben sie das Tor verfehlt? Die haben so oft vorbeigeschossen. Die waren definitiv die besseren Spieler. Wirklich, die waren die besseren Spieler. Aber die Japaner, die haben die Chance genutzt. Und sie haben getroffen. Sie haben gewonnen. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, verfehlt ist verfehlt. Eine Verfehlung vorbei. Sie muss Gott bestrafen. Vor ihm kann du nicht mehr bestehen. Denn Römer 6, 23 sagt, ich muss eine Strafe geben für dein Verfehlen, deine Sünde, weil Verfehlen heißt Sünde oder Sünde heißt Verfehlen. Denn der Tod ist der Sünde Sold, also das, was für die Sünde bezahlt werden muss. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ein Verfehlen, und sei es auch nur eine kleine Lüge, egal. Bitte sprecht euch da nicht irgendwie schöner, dass ihr sagt, okay, ich habe nur mal in meinem Leben gelogen.
Du bist derjenige, auch wenn du nur einmal gelogen hast in deinem Leben, sei es nur wirklich ein einziges Mal so ganz knapp gelogen, so beim Flüstern vielleicht noch, wo es vielleicht kein anderer gehört hat. Selbst dann bist du derjenige, der es verdient hat, an dieses Kreuz genagelt zu werden. Jesus nicht. Du und ich, wir müssten zu den Schächern hingestellt werden, denn wir haben nicht nur eine Lüge getan, sondern wir haben in unserer ganzen Vergangenheit, da kann sich keiner von absprechen, Tausende von Verfehlungen gehabt. Tausende von Verfehlungen. Jede dieser Verfehlungen muss bestraft werden. Sie muss an das Kreuz gehen. Du hättest jeden einzelnen Peitschenhieb verdient. Du hättest ihn verdient. Und wenn du dann noch überlebt hättest, und da haben die meisten schon verloren, da sind die meisten schon gestorben, aber wenn du das überlebt hättest, dann müsstest du selbst das Kreuz tragen zur Schädelstätte. Und dann müsstest du auch selber an dieses Kreuz genagelt werden. Mein Bruder, meine Schwester, vergiss das nicht. Du hättest es verdient. Aber es ist nicht so gekommen. Und du hast es nicht bekommen. Du wurdest nicht gegeißelt. Oder kann einer hier sagen, er wurde mal gegeißelt für seine Sünde? Nein. Du wurdest nicht ans Kreuz genagelt. Und hast auch selber nicht dein Kreuz dahingeschleppt. Du wurdest auch nicht in solch einem Maße wie Jesus verspottet. Er nahm dies alles aus Liebe auf sich, wie Jesaja 9 prophezeit, denn er möchte wieder Gemeinschaft. Und die wollte diese Gemeinschaft haben. Er wollte, dass wir es verstehen. Du bist derjenige, der daran hängen muss. Aber ich nehme es auf mich, damit wir wieder in einer hundertprozentigen Gemeinschaft leben dürfen. Diese Sünde, die wir gerade aufgezählt haben, deine Tausende von Verfehlungen, sie mussten bezahlt werden. Und wir haben gehört, wie sehr Jesus geschlagen wurde. Und ganz besonders Jesaja 53, wie sehr uns das aufdeckt, dass deine Schuld steht da. Deine Schuld liegt auf ihm. Um deiner Sünde willen ist er geschlagen worden. Und genau daran möchten wir gedenken. Wir möchten für seinen Leib, den er gegeben hat, danken. Für jeden einzelnen Tropfen Blut, der aus seinem Körper geflossen ist, möchten wir an ihn denken. Wir möchten es mit dem Abendmahl gleich wieder bezeugen und möchten uns Teilhabe daran nehmen, dass wir in uns kehren und verstehen, dieses Blut müsste aus meinem Körper fließen. Und mein Leib wäre der, der für ewig verdammt wäre. Aber er hat das alles genommen. Er hat das alles auf sich genommen. Geschwister, das Evangelium ist das Schönste, was es nur gibt. Wenn du es angenommen hast, wenn du es zu deinem Eigen genommen hast, danke dem Herrn. Nimm das Abendmahl und danke und preise und lobe den Herrn für das, was er getan hat. Er hat es nicht verdient. Aber du hättest es verdient. Deswegen die Überschrift, du hättest es verdient, aber er nicht. Trotzdem hat er es auf sich genommen, aus einer Liebe zu dir. Amen.